Ja, fuck, den wollte ich doch mit allem. Ah, ich weiß. Kleinstein. Natürlich direkt ein Crit. Okay, es gibt eine Po-Catch-Funktion, um den Freundestatus rauszukriegen. Ah, stimmt. Und dann in Ewigenau geht's, aber da kommen wir noch nicht hin. Nee, Ewigenau kommt ja später. Dann Herzhofen und dann Route 213. Herzhofen kommen wir auch erst nach der zweiten Arena hin. Also du musst mit deinem Knospi also, einfach raten. Ich krieg's aktuell noch nicht raus. Wie viel welches Level ist dein Knospi eigentlich? 11. Das heißt, warte, du hast mal noch zwei ich Versuche. Kann zurückrechnen. Ich kann zurückrechnen. Du hast ein Schrittziel auf der Poketch übrigens. Ja, da gucke ich gleich drauf. Ich habe es. Es hat 6 Level-Ups bekommen. Das sind 35 Punkte. Dann bin ich bei über 100. Ja, aber ja, auf 80 fängt man sie an, ne? 70. 70? Okay. Beziehungsweise die ersten haben alle plus 5 gegeben für auf 100 und dann... Ja, ich bin jetzt bei etwas über 100 und 256 Schritte geben nochmal plus 1. Das heißt, ich muss... Ich bin jetzt bei etwas über 100, also ich muss ungefähr noch 256 Schritte mal 100 rennen, also 25.000 Schritte mit dem Team. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Kannst ja nebenher irgendwas angucken. Okay, 2000 hast du ja schon. Wenn man die paar abzieht, seit Poketch kriegen, bis du Knospi gefangen hast. Mhm. Ich renn mal sinnlos im Kreis. Ja, ich versuche dir dann das Nonix zu fangen. Er weiß dich als hartnäckig. Ein Glück habe ich Pokebälle gekauft. Ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun, weil die Knospi-Entwicklung ist halt das Wichtigste, was ansteht. Ich glaube, ich tausche mal lieber. Der hat jetzt ein bisschen zu viel Kreideschreier eingesetzt. Nach Schleiede kommen wir ja auch noch nicht, ne? Nee. Also jetzt kommen wir gerade überhaupt noch nirgendwo hin vor der Arena. Weil wir Zertrümmerer brauchen. Ja. Aber ich glaube, unsere Kleinsteins, die könnten ganz gut gegen Schnurgast sein, fällt mir gerade so ein. Oh, stimmt. Das Viech gibt's ja auch noch. Oder, also entweder Kleinstein, weil das die Normalattacken resistet. Oder, na gut, in meinem Fall Macholo wär noch eine Idee. Ja, Mars und ihr Schnurgast. Ach komm schon! Das ist nicht spannendes Gameplay, was man jetzt auf mal. Wenigstens sieht man bei dir spannendes Gameplay, Husten. So, jetzt nochmal. Ja, du bist es einfach. Du hast eine Stachelspur auf deinem Knospi. Ich habe nichts in der Richtung. Ach, stimmt. Dafür ist das auch ganz nett. Also 1000 Schritte habe ich schon, jetzt nochmal 25. Ja, 1000 Schritte ist weniger, als man denkt. Ja, vor allem, wenn man mit dreifaches Speed hat. Zählt dazu eigentlich Radlfahren auch, oder ist das nicht Schritte machen? Doch, doch. Das ist, aber Rad hast du halt noch keins. Was für eine Fangradart, Onyx. Warte, das kriegen wir raus.
45. Merke ich nicht viel von. Sprich, wenn du das Ding auf Full Life, wenn du auf Full Life einen Pokéball fängst, hast du 11,9%, dass es drinne bleibt. Ist aber nicht Full Life. Ja, dann hast du mehr. Halleluja. Ich hoffe, dein scheiß Zufall war das wert. Nein. Also, das ist ja nur, also das ist ja dann wirklich nur, wenn ich unbedingt für einen Kampf einen Zubat brauche, musst du halt kurz Onix ins Team nehmen. Da müssen wir dann eh noch gucken, da darf man ja nicht dann cheaten, dass man sagt, ne, ich mach kurz einen wichtigen Kampf, während du AFK im Pokécenter rumstehst und kurz das Pokémon im Team hast, ne? Nee, wir machen die Kämpfe, so funktioniert das ja nicht. Wir machen wichtige Kämpfe gleichzeitig. Ja. Also zumindest sofern gleichzeitig, dass wir dann eben entsprechend gelinkte Teams haben. Ja, genau. Gut, wir nehmen immer parallel auf, also können wir auch gerade auch kommen sie de facto gleichzeitig machen. Eben. So, also, ich habe Onix, ich renne ins Pokécenter und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder mit einem gesamten. Du mal alle auf Level 13 oder nur die, die wir für die Arena benutzen? Das diskutieren wir dann offscreen, aber auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal in der Arena mit einem Team, mit dem wir durch die Arena marschieren wollen. Genau. Bis dann. Boah, dürfen die Level 14 sein, unsere Pokémon, oder Level 13? 14 dürfen sie sein. 15 ist dann ist 15 ist verboten. Okay, dann können wir es eigentlich auf. Allerdings gibt es da in der Arena auch Trainer. Ja, aber die kann man alle umgehen. In der ersten Arena kann man alle umgehen, das weiß ich. Okay, dann können wir mit Level 14 dann reingehen. Gut. Dann bis dann. Entweder gleich oder in der nächsten Folge, je nachdem, wie ich schneide. Ciao. Und da sind wir in einer neuen Aufnahmesession. Wie angekündigt, haben wir jetzt auf Level 14 trainiert. Ja, haben wir. Ja, haben wir. Und jetzt geht's zu Fight. Na, noch nicht ganz. Ich hatte zwei Trainer in der Höhle stehen gelassen. Die wollte ich noch kurz machen. Und bei der Gelegenheit Panferno auf 13 drehen, glaube ich. Genau. 14. Genau, also damit der Panflam auf 14 drehen, damit es dann Panferno wird, weil dann habe ich Tempo-Hieb und dann hat man nochmal ein Out, falls irgendwas ganz brutal schief geht. Ja, ich habe auch Stara Lilly noch auf Level 13. Das heißt, ich kann das mal kurz an dem Radfahrer hier oben. Ich glaube, das ist ein Trainer, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich bin letztes Mal in den reingelaufen. So, ihr fällt es zu Rutsch, brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Hast kein Fahrrad? Nee. Okay, dann wickele ich es halt so. Wir müssen ja mal Hollos rumrennen. Und wie man auch gesehen hat, ich bin tatsächlich 12 Milliarden Schritte im Kreis gerannt, um meinen Knospi zu entwickeln. Das hat richtig Spaß gemacht. Mal sagen, wir nebenher was anderes machen kann. Ja. Okay, wir sind jetzt schon 14, das heißt, dann mache ich den anderen Trainer nicht mehr. So, komm schon, mach Holo. So. Ach, jetzt kommen bloß noch Kleinsteins. Als ich hier Dingens hier trainieren wollte, Kleinstein, kam mir nur mal Hollos. Ja. Genau über unseren ganzen Fangversuchen, ne? Kaum hat man das scheiß Bidizer gefangen, kommt der Krams, den man haben wollte. Mhm. Noch ein Kleinstein. Ich kann mal kurz testen, wie viel Schaden ich dem mache. Der kann noch keinen Steinwurf auf Level 7. Ach ja, und Starre Lilia Doppelteam gelernt. Ja. Ich glaube, ich habe noch ein paar andere Moves. Ich gehe jetzt gleich mal durch. Ich werde auch nie verstehen, was die Idee ist von Kleinstein und Lehmsula. Ich meine, ich verstehe, warum Knospi Nassmacher kann. Knospi ist anfällig gegen Feuer, Nassmacher stoppt das. Kleinstein reduziert die Stärke einer Attacke, gegen die er immun ist. So, der Silberblick darf mal weg.
Und ich habe, glaube ich, auch Kleinstein vorsichtshalber Zertrümmerer beigebracht, um ganz sicher zu gehen, dass man auch wirklich die Coverage hat. So, dann gehe ich noch einmal heilen und dann gehe ich, glaube ich, ich nehme die Arena-Trainer mit, das heißt, ich stelle dann mal Roselia nach vorne. Willst du noch auf die Teamübersicht unten umschalten bei deiner Porkage, oder? Oh ja, könnte ich machen. Ah, darf ich hier nicht? Also, bist du im Dialog? Dialog bin. Ja. Na gut, ich habe alles auf 14. Wenn ich jetzt noch einen Arena-Trainer klatsche, dann riskiere ich, dass ich überlevele. Man hat es hier gerade gesehen. 40.000 Schritte. Ach ja, dein Schrittzähler. Ja. So, jetzt aber Entwicklung für Staralili, bitte. Schade, dass noch kein Charaptor ist, der Nahkampf könnte. Der wäre auch gut in der Arena. Weißt du, was die Trainer hier können? Was die Trainer hier haben? Ich glaube Kleinsteins. Okay. Hi. Ah, warte mal, hat einem der Typ vorne nicht einen Trank gegeben oder so ein Blödsinn? In irgendeiner Generation war es. Ich weiß nicht, ob es in der Generation war, aber anlabern kannst du nicht, ja, kurz. Ein ganzes Kleinstein. Na, jetzt habe ich aber Angst. So, ich kann den ja ruhig zusammenklatschen, weil ich bin ja nur Level 13, da kann also nichts passieren. So, mal sehen, ob es für den One-Hit reicht. So, was war denn alles neu? Also, Staralili hat Doppelteam gelernt. Ja gut, Nassmacher für Plinfer. Ah gut, Zubat hat ein paar Attacken dazu bekommen, offensichtlich. Deinen Kleinstein habe ich Zertrümmerer gegeben. Bidis habe ich auch Zertrümmerer gegeben für den nötigsten Notfall. Und Kleinschein kann Karateschlag. Kleinschein, sag ich schon. Kleinschein mit Karateschlag, das wäre auch cool. So, gibst du mir einen Trank? Giftiger Champ? Nee. Nicht? Okay. Dann war es eine andere Generation. Ja, der erklärt einem nur nochmal, dass das Gestein tatsächlich schwach gegen Wasser und Pflanze ist. So, ach was. So, also jetzt der Plan, wie machen wir's? Also, für Kleinschein nehme ich am besten Plinfer, weil das Kleinschein ist doppelt anfällig gegen Blubber. Das macht gut Schaden. Mein Plan ist erstmal, das Kleinstein mit Roselia zu one-hitten. Ja. Dann Onyx werden wir wahrscheinlich, wirst du auf jeden Fall one-hitten können mit Roselia. Ich mit Plinfer vielleicht. Onyx, genau. Das einzige bei Onyx, wo man ein bisschen aufpassen muss, ist dem sein Kreideschrei. Und dann ist halt die Masterfrage. Kognodon. Genau. Was kann das alles? Das kann an offensiven Attacken kann das Kopfnuss und Verfolgung. Wichtig, es kann keine Gesteinsattacke. Das ist Kopfnuss halt war? Normal. Aber 70 Stärke. Okay. Ja. Nee, mir ging es darum, ob Plinfer das. Ob Panferno das wegsteckt, weil dann kann der zur Not das über den Haufen Tempo hieben. So, meine Frage ist jetzt vor allem: Setze ich Kleinstein ein oder setze ich Macholo gegen Pognodon ein? Im besten Fall macht er Verfolgung. Verfolgung sollte Plinfer auch nach einem Kreideschrei nicht killen. Ich versuche einfach mal den Roselia-Sweep. Erstmal, glaube ich. Weil Roselia sollte... Warte mal. Man kann doch hier mal kurz... So, also Macholo hat 21 Verteidigung und Kleinstein hat 37. Das ist halt die Sache. Kleinstein hat weniger HP als Macholo, aber sehr viel mehr Verteidigung. Ja, also Panferno ist deutlich stabiler als... Außerdem Roselia resistet Kleinstein einer Kopfnuss von Kognodon. Im gleichen Atemzug hat Macholo aber viel mehr Bums. Erstens haben wir ja schon letztes Mal geguckt, ist Kognodon heavy, das heißt ein Fußkick tut ihm ordentlich weh. Ich habe zumindest eine theoretische Chance, schneller zu sein. Ich glaube, ich nehme Macholo. Okay, dann ab zu Fight. Ah,
Also mein Plan ist, mein Plan ist, ich hau die ersten beiden mit Roselia über den Haufen. Dann, wenn er auf Cognodon switcht, switch ich in Kleinstein. In der Hoffnung, dass er dann Verfolgung drückt und dann switch ich Panferno in die Verfolgung und dann boxe ich ihn mit Panferno um. Das ist jetzt der Plan. Der kann übrigens auch Tarnsteine. Also Onyx, glaube ich, kann Tarnsteine. Oh, warte mal. In der Verfolgung reinzuswitchen ist gar nicht so gut. Das macht ja dann extra Schaden. Ja, und vor allem das, was rausgeht, kriegt ja den Schaden bei der Verfolgung. Ja, ja. So, okay. Kleinstein easy. Kleinstein das weg? Steckt Kleinstein eine Verfolgung weg? Sollte. Kleinstein hat viel Death. Okay, Onyx ist schneller als Plinfer, macht aber keinen Kreideschrei. Das ist gut. Das heißt, Plinfer steckt eine Verfolgung auf jeden Fall weg. Oh, Crit, okay. So, also das Kleinstein-One-Hitten hat funktioniert. Onyx-One-Hitten hat auch funktioniert. Na gut, bei mir war es kein One-Hit, aber es war genug. Nur dabei. 15. Kann ich nicht einfach drinbleiben hier? Du hast keinen Kreideschrei gefressen, oder? Nein. Ja, dann kannst du drin bleiben. Einfach drin bleiben. So, warte, was wollte der dann? Schnabel. Ja, okay, tschüss, Nassmacher. So, Cognodon. Ich könnte das theoretisch Stachelsporen, aber ich glaube, das braucht's nicht. Okay, ich bin schneller. So, dann mach Holo, mach mich stolz. Ich meine, wenn mit Holo schief geht, dann musst du deinen Zirpur zu frei lassen, oh, überlebst du, glaube ich. Das war ein One-Hit. Ja, das war. Warum habe ich mir nochmal Sorgen gemacht? Wahrscheinlich, weil ich da die Verhältnisse nicht kannte, weil ich nie so crazy war, das Knospi bis zu Roselia hochzutrainieren, wenn ich das gemacht habe. Ja. Oh, Ekelsam. Ich glaube, die nehme ich sogar mit. Das ist eine gute Attacke, ja. Dann, ja, außerdem habe ich noch Nassmacher drauf. Wie viel Schaden macht das? Ah, okay, perfekt, überlebe ich noch einen. Ah, und übrigens in den Kommentaren meinte irgendjemand, oh, really? Dass man auch als Klausel einsetzen könnte, dass wir Tränke benutzen dürfen bei den Trainern, die auch Tränke benutzen. Das ist nicht die Idee bei der Challenge. Ja. Ich meine, ja, wir haben uns die Regeln direkt für die allererste Challenge, die wir dieser Art machen, so hart wie möglich gesetzt. Das ist uns auch bewusst. Aber trotzdem. So, jetzt müsste sich Plinfer entwickeln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Plinfer müsste sich auf Level 15 entwickeln. So, ich bin aber fertig. Doch nicht. Okay. Hab's solch im Kopf gehabt. Das waren genau 3 Megasauger. Irgendwie habe ich mir das jetzt interessanter vorgestellt. Aber die Gesteinsarena hat dann noch keine wirklich gute Coverage. Das wird in den nächsten Arenen interessanter. So. Ja gut, bei der Pflanzenarena sollte eigentlich Staravia durchsweepen. Ja, so. Da wir uns ja beide gut vorbereitet haben, wissen wir natürlich auch, was das nächste Level-Cap ist. Ja, 22. Du hast dich ja wirklich vorbereitet. Ich wusste das nicht. So, ja dann ab zum Kraftwerk. Ja, da habe ich einen Kleinstein für. Darum geht's dir doch, oder? Ja, Kleinstein sollte eigentlich das beste Mittel gegen Schnurgast sein. Das muss ich aber noch ein bisschen hochtrainieren. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Da überhaupt nicht. Ah ja, stimmt. Die müssen zurück. Die Route ist ja ein Dead End. Wir haben hier noch nicht die Karte drauf, ne? Nee, die Karte kriegen wir erst noch, leider. Ups. Naja, der quatscht dann noch an, der Typ. Ich müsste ihn auch gleich abkriegen. So, dann mache ich jetzt hier beim Durchrennen noch den anderen Trainer kaputt. Genau. Wie du gesagt, das heißt, der geht nach Ewigenau, weil man ohne den Fahrrad nicht die Schlammrutsche hochkommt. Da nach oben? Geht's da nach oben weiter in der Höhle? Ja, aber noch nicht. Da brauchst du, glaube ich, Surfer. Oder Stärke. Oder Stärke. Auf jeden Fall geht's noch nicht weiter für uns. Mhm. Ich habe auf dem Rückgang auch ein paar Trainer, aber erst vor der Höhle.
Was mir auch gerade noch einfällt, ja, da wir jetzt bis 22 trainieren dürfen, ist jetzt auch die Zeit, dann Carpador hochzuziehen. Ah ja, stimmt, Carpador. Den habe ich auf Level 14, bis auf Level 14 gezogen. Ich nicht. Weil ich dachte, ich kann ihn eh nicht vor der Pflanzenarena benutzen, also gehe ich neben der Pflanzenarena ins hohe Gras und mach's da. Was tun wir denn raus für Carpador? Also ich gerne zur Puzo oder theoretisch für den Kampf auch gerne Pizza. Mach Hollow. Oh, die hatte ich noch gar nicht platt gemacht. Hoppla. Mach Hollow wäre halt auch gut für Schnurrgast. Kann die mir mal erklären, wie sie mit einem Staralili Level 5 weit kaputt gemacht haben will? Hat sie das behauptet? Ja. Okay. So, press X to doubt. Mhm. Ja, sowas in die Richtung. Naja, vielleicht ist ja das zweite Pokémon noch ziemlich krass. Man weiß es nicht. Also der Ruckzuckkipp hat erstmal einen ganzen KP-Schaden gemacht. Und dein Kleinschein ist, okay, ein bisschen stärker als das von Fight. Level 12 war das von Fight, glaube ich. So, und dann sollte eigentlich... Sollte dieser Steinwurf, wenn er... Also wenn er getroffen hätte, dann hätte der wahrscheinlich Schaden gemacht. Ja, aber Steinwurf ist eine von diesen 15 Genauigkeit-Attacken, ne? Ich glaube 90% auf Papier. Ja, genau. Also 15. Genau. Donk. Ich meine, im Moment ist Speedy ja nur für Zertrümmerer. Timo und Kleinschlag kann auch Zertrümmerer. Eben. Dann würde ich Bidiza raustun, weil Macholo könnte noch nützlich werden für mich. Okay. So, du solltest von einem Zertrümmerer Schaden kriegen. Bussa. Ich meine, an sich, du hast ja Panpyro mit Tempohieb gegen Schnurrgast. Das ist eigentlich auch nicht kacke. Ja. Und wir dürfen ja bis 22. Also das heißt, wir dürfen ein bisschen drüber leveln. Natürlich nicht zu weit. Ich glaube, wir müssen ja auch den Ebenfall irgendwie machen. Wobei... Papyro will ich, kann ich nicht guten Gewissens überleveln, weil den brauche ich noch für die Arena. Coverage-mäßig. Okay, Mars hat auf Level 16. Ja, das wusste ich. Das heißt, wir können ein bisschen drüber gehen. Aber nicht weit. Ja gut, jein. Wir müssen ja nicht alle drüber gehen. Wir können ja nur das, wir können ja mit denen überleveln, mit denen wir ihn besiegen wollen. Und die wir nicht besiegen wollen, die heben uns auf für den Ewigwald. Das Ewigwald ist danach, ne? Genau. Und nach Ewigwald kommt dann Ewig, genau. Das wäre dann bei mir Kleinstein. Weil, das brauche ich nicht. Ja, oder Staralili benutzt du ja wahrscheinlich auch nicht gegen Mars. Nein, Kleinstein wäre das Pokémon, das ich gegen Mars benutze, aber dann später nicht, also was ich überleveln dürfte. Achso, ja, genau. Trotzdem, aber so ist es nicht gedacht. Also ich kann es auf 20 ziehen oder so, aber nicht höher, weil so ist das nicht gedacht. Ja, aber 20 wäre zum Beispiel drin. Ja. Weil im Ewigwald sind Gesteins-Pokémon eh nicht so der Brüller. Ich glaube, da rennen vor allem Käfer rum und keine Pflanzen-Pokémon. Wie ist denn das eigentlich? Ja, trotzdem, man weiß nie, welche Käfer-Pokémon random Pflanzenattacken haben. Wie ist denn das eigentlich? Im Ewigwald kriegen wir ja diese eine Begleiterin mit ihrem Chanera. Ja. Und dann erscheinen immer zwei Pokémon gleichzeitig. Darf man sich dann raussuchen, welches man fängt? Ja. Okay. So, wir hatten gesagt, wir nehmen Bidiza raus, ne? Genau. Aber unsere Carpados sind ja miteinander verlinkt, das heißt, Das müssen nur eins raustun dafür. Auch später Team-Composition, wenn wir dann viele Pokémon haben, könnten richtig lustig werden, weil wir immer. Also, ich habe hier eine Tabelle, die ich führe, was gelingt ist. Damit wir einen Überblick behalten. Alter, Encounter Rate, was ist denn gerade los? Ach, jetzt kommt ein Scheinungs, du mich auch. Oh, hi. Ja, da hat man einen Doppelkampf mit dem Assistenten vom Prof. Nein, nicht Pokémon, fluchtwillig. So, jetzt aber runter da. Gut, dass dich noch nicht Carpador nach vorne gestellt hatte.
noch, das sind bloß, wir haben, glaube ich, zwei Zubats oder sowas. Nee, Warumpels, genau. Warumpel und Zubat. Merkst was? Die Team Rocket Fuzzis hatten immer Radfratze und Zubats. Die Team Aqua und Team Magma hatten immer Fifiens. Mhm. Jetzt die haben Zubat und Warumpel Evolution. Das heißt, nicht mal Team Galactic will Bidiza. Also kann man das jetzt sehen? Hier auf der Route direkt über Jubeldings hatten wir ja geholt, ne? Ja, da hast du deinen Knospi her. Ah ja. So, ja. Also, die wollen die Forschungsergebnisse vom Professor Eibel klauen. Vorschlag, nein. Mal gucken, ob die genug XP geben, dass Karpador auf Level 15 rutscht. So, dann, du. Hier schon klar, oh. Das Giftflug, Tempohieb, doppelt resistet. Ist mir danach wieder eingefallen, ja. Moment. Flug-Resisted-Kampf? Ich dachte nur, dass es andersrum effektiv ist, aber nicht. Ja, weil nahezu alle Flug-Pokémon, die man am Anfang hat, auch Normaltyp sind und deswegen neutral getroffen werden. Deswegen schleicht sich manchmal der Verdacht ein, dass es nur in eine Richtung ginge. Aber hey, Karpador kann tackle. Reicht's nur zum Grinden, jetzt so normal einsetzen werde ich es auch nicht. Ja, ihr unterliegt zwei Kindern. Passiert. So, jetzt noch ein Vortrag, dass die ganze Forschung von Eibe über Entwicklung geht. Und noch einen Modekoffer hinterhergeworfen. Ja, das ist für einen Wettbewerb. Aber Wettbewerb machen wir ja nicht. So, ja, Pokédex, bla bla. Ist der Typ mit dem Modekoffer. So. Bliblablub. Geh nochmal heilen, dann stelle ich Karpado nach vorne und dann geht's die Route durch. Die Trainer haben wir, glaube ich, alle schon besiegt. Auf der Route nach oben? Nein. Stimmt, zwei. Die Zahl, die man gemacht hat, um in die Wiese zu kommen. Knospi, ich habe nur das Knospi geholt und bin da wieder raus. Ja, aber du musstest erstmal an zwei Trainer vorbei, um zu der Wiese zu kommen. Das sehen wir gleich. Aber es ist noch ein dritter Trainer, der mir gerade wieder eingefallen ist, den wir noch auf jeden Fall noch nicht hatten. Ja, das Item habe ich hier vergessen. Paraheiler. Hier ist die Encounter Rate jetzt entspannt. Hier kann man nachher noch surfen. Ja, und genau die da oben haben wir noch nicht gedicht. Ich hatte gedacht, vielleicht habe ich die geskippt, weil die drehen sich. Das heißt, man kann sie theoretisch skippen. Ich habe sie geskippt. Und dann bin ich wieder runter und habe sie danach gekillt. Hallo, Knospi. Das ist irgendwie schon witzig mit Zubat. Ich kann vier Attacken, keine davon ist ein Step. Kommt noch. Die wissen, dass Zubat zu broken wäre, wenn sie ihm Step-Moves geben würden. Na ja gut, ich krieg, glaube ich, relativ bald Flügelschlag. Wenn ich mich nicht irre. Ach, komm schon. Ein Schritt.
Das ist dann immer diese Frage. Steinwurf ist Step. Aber ist halt Steinwurf. Geowatz kriegt schon dann irgendwann Earthquake, ne? Ich glaube, Intensität kriegt er. Also Intensität kriegt er auf jeden Fall. Erdbeben weiß ich gerade nicht. Gott, Alter, kann ich mal einen Schritt in dieser blöden Wiese machen? Wie hatte nochmal Intensität funktioniert? Das ist Level und Level Diff, ne? Nein, du hast zwischen 4 und 10 eine Stärke random gemacht. Intensität 10 ist stärker als Erdbeben. Dass es zwischen 4 und 10 war, weiß ich, aber ich dachte wirklich, dass das kommt random. Drauf an. Random. Okay. Und wie gesagt, es kann stärker als Erdbeben sein. Und Genauigkeit 100 dürfte es auch haben. Hast du irgendwas in der Höhle blockieren? Fels in den Weg? Ich lasse das sogar garantierte Genauigkeit. Nee. Oder hat's garantierte Genauigkeit? So, hast du einen Namen? Ja, verwüsteter Pfad. Das heißt, ich kann dir was Neues fangen. Dann renne ich jetzt mal im Kreis. Mhm. Du hast auch schon einen Zubat, ne? Ja. Ein folgender Vorschlag, ich guck mal, ob irgendwas anderes als Zubat kommen kann. Let's go.